Was der ist Hölle? Gar nicht aufgefallen, als er durchgegangen ist. Ich wünsche euch natürlich erstmal ein frohes neues Jahr, Leute. Ich hoffe, ihr seid gut hereingerutscht. Wir haben heute den allerheftigsten Troll am Start. Und zwar seht ihr schon, wir haben hier Bedrock am Start. Und hier haben wir Bedrock am Start. Was der Beats nicht weiß, wenn ich Z0 in den Chat schreibe, kann ich einfach mal hier durch die Wand schauen. Denn das hier ist kein echtes Bedrock. Das hier sind wieder nur Bedrock-Karten. Also in Item-Frames eingesetzt. Und somit kann ich einfach die ganze Zeit beim Beats rüberschauen, ohne dass er es bemerkt. Also hoffe ich zumindest. Somit werde ich die ganze Zeit das gleiche bauen wie der Beats. Und wenn der Beats halt auf meine Seite wieder rüberkommt, platziere ich einfach Bedrock und er wird einfach mal nichts ahnen. Da sind wir jetzt wieder zurück mit dem Beats. Moin. Moin. Wir machen, wie gesagt, ein Baubattle. Und zwar werden wir jetzt zuallererst erstmal ein Haus bauen. Du baust ein Haus, ich baue ein Haus. Wir haben nur 3 Minuten Zeit, Beats. Also beeil dich. Und ich würde sagen, ich gehe da mal auf meine Seite rüber. Let's go. Wir hören uns dann gleich wieder. Er denkt, wie gesagt, wirklich, wir bauen einfach beide nur ein Haus. Aber wie gesagt, ich habe das hier schon vorbereitet. Und jetzt, ich hoffe, es klappt, Leute. Oh mein Gott. Wir sehen, der Beats baut hier einfach mal. Er kann uns allerdings nicht von der anderen Seite sehen. Man sieht sogar hier durch. Oh mein Gott, das ist einfach Bedrock. Also wenn ich hier aus dieser R5-Perspektive rausschaue, dann, ja, ist es einfach Bedrock. Also ich muss das Ganze jetzt einfach mal kopieren. Chiseled Quartz benutzt er. Dann benutzen wir logischerweise einfach mal den gleichen Block. So, das müsste der richtige Block sein. Dann nimmt er sich Slabs oben. Okay, er nimmt sich Slabs als Dach. Das sollten dann diese hier sein. Machen wir natürlich auch genau gleich. Ich kann jetzt natürlich logischerweise nicht reinschauen, was er da baut, weil sonst wäre das viel zu auffällig. Ich meine, so ist das schon super auffällig. Oh, ich bin so gespannt, wie der Beats reagieren wird, ne? Ich glaube auch, ich werde erstmal so zu seiner Seite rübergehen. Ja, ich denke, das ist ein bisschen besser, wenn ich erstmal zu seiner Seite rübergehe. Und dann gehen wir zu meiner Seite rüber, weil er sich dann noch nicht so krass wundert. Sonst sehen wir jetzt hier nicht mehr so viel. Ja, wir sehen hier nicht mehr so viel, was er da baut. Er benutzt Zäune. Okay, er benutzt Zäune. Dann benutzt man natürlich auch Zäune, Leute. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob der dann noch eine Tür hingebaut hat. Ah, was baut der denn da? Okay, dann bauen wir das gleiche, Leute. So, ich denke mal, so ungefähr sollte das dann passen. Und gleich ist die Zeit dann auch schon abgelaufen, Freunde. Ehrlich gesagt habe ich dem Beats nur gesagt, dass wir 3 Minuten Zeit haben, damit wir halt mehrere Sachen in einem Video schaffen. Dann sollte das, denke ich mal, so passen. Was war das jetzt so? Ich weiß gar nicht. Ja, doch, das sieht sehr gut aus, Leute. Das sieht sehr gut aus. Wobei, es ist ein tiefer, theoretisch, ne? Boah, ich bin so auf die Reaktion von Beats gespannt, ob der darauf kommen wird. Weil ich habe den Beats ja schon mal mit solchen Maps getrollt. Was mal. Oh, ich dachte schon, er hat es gecheckt. Ich dachte, er hat so komisch gegen die Wand geschaut. Aber man checkt es nicht. Ich denke mal, der hat jetzt hier auch noch so eine Tür am Start. Deswegen baue ich jetzt auch einfach mal hier so eine Tür hin. Zack. Ich habe keine Ahnung, ob das so passt oder nicht passt. Macht er auch Fenster rein? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Er baut auf jeden Fall irgendwas rein. Was er jetzt genau reinbaut, wie gesagt, da habe ich jetzt keine Ahnung von. Das werden wir auch leider nicht erfahren. Aber ist ja auch eigentlich nicht so schlimm. Ich meine, im Endeffekt zählt nur der erste Eindruck. Wir können ja hier nochmal so Scheiben reinmachen. Das sieht dann auch nochmal ganz gut aus. Dann haben wir es vielleicht nochmal ein bisschen anders. Also keine Ahnung, was er sich bei diesem Haus denkt. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, Leute, welches Haus ihr besser findet. Mein Haus oder die Kopie von Beats. Denn der Beats, der macht mir natürlich eiskalt nach. Ja, ich denke mal, das sollte so ganz grob ausreichen. Wir machen jetzt einfach noch hier so ein Crafting Table rein. Einen Ofen machen wir rein. Halt so Standardkram halt, ne? Also jetzt nichts Besonderes. Ein Bett machen wir rein. Ja, der Innenbereich ist ja auch eigentlich komplett egal. Es geht nur darum, dass der Beat sich erstmal ein bisschen wundert und wir den einfach ein bisschen reinlegen, ne? So, dann komm ich mal zu dir rüber. Oh, nice. Ja, wir müssen beachten, wir haben natürlich nur 3 Minuten Zeit gehabt, ja, ja, ne? genau. Also ganz halt so viel kann man hier noch nicht erwarten. Aber ich nein. Ziemlich aber modernes Haus, so. Ich habe mich ja jetzt für was Moderneres entschieden. Ja. Hier so ein kleiner Carport, um sein Auto drunter zu stellen. Ah, okay. Für sehr schönes Haus auf jeden Fall, dafür, dass wir nur 3 Minuten Zeit hatten. Ein kleines Badezimmer. Dann würde ich sagen, gehen wir mal rüber zu meiner Seite. Ich weiß nicht, ob das unbedingt besser ist oder deins besser ist. Also jetzt ich hab das hier gebaut und ja, halt auf. Was denn? Du hast, das ist aber kein. Was denn? Was denn? Du hast Fenster im Gegensatz zu mir. Aber das Außengerüst sieht meinem sehr ähnlich. Keine Ahnung, was du jetzt meinst. Also wie gesagt, ich habe das Haus gebaut, auch so ein bisschen im moderneren Style. Ich habe das nicht kopiert. Du hast ja einer von mir kopiert.
Du hast es wirklich selbst gebaut, weil hier das zum Beispiel ist viel kleiner als bei mir. Du hast, bei mir passt nur ein Motorrad rein. Mein Auto ist viel zu breit, das wird da gar nicht reinpassen. Ey, wie gesagt, ich hab nicht von dir geklaut. Wen hast du von mir geklaut? Also sieht gut aus, ja. Danke. Auf jeden Fall innen, wie gesagt, so ein bisschen schlichter, ne? Ein paar Betten halt. Ja, ja, ich hab mehr auf Holzbasis gebaut innen drin. Das so mit Quarz. Und ich hab keinen Hund und du hast ein Dreifachbett. Du gönnst dir richtig. Ich hab Platz hier, ne? Ist klar. Ja, du hast Platz. Ja, sehr nice. Also gefällt mir deine Art zu bauen, muss ich sagen. Danke. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt nochmal eine zweite Runde. Ihr könnt ja gerne in die Kommentare schreiben, welches besser ist. Meinst du da die Kopie von Beats? Jo, meine Kopie. Wir bauen jetzt nämlich Baumhaus, würde ich sagen, ne? Okay. Leute, also jetzt haben wir den Beats auf jeden Fall schon mal ein bisschen reingelegt. Er hat sich auch nicht die Wände angeschaut oder sowas. Das heißt, es kann ihm auf jeden Fall nicht aufgefallen sein. Und schauen mal, was der Beats jetzt bauen möchte, beziehungsweise wie der Beats mir natürlich dreist jetzt nachbauen möchte. Kann ja wirklich nicht sein. Also er steht hier noch ein bisschen herum. Er fängt an mit Dschungelbäumen. Die schnappen wir uns dann natürlich auch, Leute. Dschungelbäume, ne? Okay, er baut... Ah, so ein Baumhaus baut der. Oder? Macht er das? Ja, jetzt baut er... Nochmal mehr? Wie viele Bäume baut er denn hier hin? 4 Stück? Okay, dann müssen wir uns auch darum sorgen, dass wir 4 Stück bauen. Und wenn euch das Ganze gefällt, Leute, wie gesagt, lasst wie immer gerne dafür einen fetten Like da. Lasst auch ein Abo da. Okay, der hat quasi diese beiden Bäume miteinander verbunden. Das war also seine Strategie. Und dann einfach wie so eine Art Block von unten. Ich glaube, ich habe das sogar ein bisschen zu hoch gebaut, aber... Halb so wild, das fällt schon nicht auf. So, also sieht auf jeden Fall schon mal so aus von unten wie beim Beats. Das ist ja schon mal das Wichtigste. Was er da jetzt genau reinbaut, das kann ich natürlich jetzt eher schlecht beantworten, weil ich das nicht sehen kann. Ich habe auch nur die Möglichkeit, hier unten rüber zu schauen. Also hier oben sind ganz normale Blöcke. Ah, er macht noch einen Baum hin. Lol, jetzt war... Was, warum hat er denn so viele Bäume gemacht? Spielt mir natürlich jetzt nicht in die Karten, um es 1:1 irgendwie nachzubauen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen ärgerlich. Ich denke mal, der Aufbau bleibt natürlich irgendwo der gleiche. Also, das sieht doch immer noch irgendwie ein bisschen zumindest ähnlich aus. Ich glaube, ich lasse das hier sogar offen. Und ja, dann sage ich dem Beats, er soll rüberkommen, bevor er hier noch zu viel baut. So, und da mache ich jetzt einfach noch irgendwie eine Möglichkeit, dass man hier hochkommen kann. Und dann reicht das auch schon, Leute. Zombies, darf ich rüberkommen? Du darfst. Okay, Alter, wie viele Bäume hast du denn hier hingebaut? Genau, du hast hier quasi einen Wald. Mhm. Und du musst natürlich auch wissen, wo der Eingang ist. Ja. Und zwar hier kletterst du einmal... Aber warte, ich muss ja aufhören zu fliegen hier, ne? Abklettern hier also einmal nach oben, ne? Das Geile ist, wenn du jetzt zum Beispiel einmal hier rausfliegst, bitte einmal mir hinterher. Du würdest nicht denken, dass da ein Haus versteckt ist, oder? Nee, eigentlich nicht. Also sieht schon sehr dicht bebaut aus, ne? Ja. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal zu mir rüber. Es ist... Was denn? Ich hab's irgendwie befürchtet. Was denn? Ich hab's befürchtet. Das ist so, wenn du meins auf Wish bestellst, das ist das hier. Was willst du mich veräppeln? Warum? Geil ist halt hier, man kommt hier hoch, indem man hier halt hier hoch geht. Ne? Das ist also der Eingang. Das ist sehr revolutionär. Das habe ich noch nie gesehen, so ein Eingang. Das hast du noch nie gesehen? Nee. Also wie gesagt, hier kommst du halt, wie gesagt, hoch, ne? Und dann kannst du halt hier einfach reinspringen, ne, so in das Haus. Also wie gesagt, ne, bei mir ist im Gegensatz zu dir wenigstens auch Innendeko, weil... Also man sieht auf jeden Fall, dass du mir ein bisschen nachgemacht hast. Wenn du hier in diesen Wald reingehst, dann weißt du, da hinten ist was. Ja. So, andersrum, jetzt kommst du mal zu mir rüber. Schöne Bäume. Aber du siehst nicht, dass hier ein Haus ist. Das ist der Unterschied, mein Freund, zwischen dir und mir. Was zur Hölle? Dir ist es gar nicht aufgefallen, als du da durchgegangen bist. Was? Oh Gott. Der ist es gar nicht aufgefallen. Als wäre das selbstverständlich. Gehst du da durch, guck es dir an. Hast du die ganze Zeit durchgeschaut? Natürlich. Ich dachte, du hast ein Game of 3 oder sowas gemacht. Nein, das hättest du im Chat gesehen. Ja, das stimmt. Lol. Guck mal, man sieht einfach nur von einer Seite, dass hier solche, Bedrock-Texturen dran sind. Von der anderen Seite kann ich ganz normal durchschauen. Jo, das ist einfach nur Glas. Wie gesagt, nächstes Mal denkt ihr was Eigenes aus. Aber ansonsten würde ich sagen, wäre es gewesen. Schaut beim Beats vorbei, da haben wir auch was aufgenommen. Like und Abo nicht vergessen. Und ciao. Ciao zusammen.